Ja, Leute, und da sind wir dann auch direkt wieder bei. Hoppala, mein Mikro wieder. Ach Gott. Bei Let's Play Doof Space. Was haben wir eben gemacht? Wir haben. Gute Frage. Keine Ahnung. Ja, genau, die Stromzufuhr zur interplanetaren Schieß mich tot Scheiße gemacht. Und nehmen jetzt den Fahrstuhl nach eben. 3 erstmal. Oder? 3, 2, 1. Aber wir müssen so oder so überall erstmal hin. Dann fahren wir erstmal hoch. Hoch ist immer gut. Unten ist immer böse. Oh, der Fahrstuhl braucht. Ey, das ist heftigst. Bin ich denn hier richtig? Nee, bin ich nicht. Die Brücke ist total hinüber. Keine Ahnung, was hier los war. Aber ich werde hier nicht rumstehen und warten, bis es zurückkommt. Ich gehe jetzt rüber zur Hydrostation und suche Elisabeth. Cooles Schema. Was ist denn das? Boah, das ist saugut, Alter. Hier müssen wir nämlich Internet hin. Außerdem macht mir der Typ Angst. Erstmal auf Ebene 2. Ich mache jetzt kurzen Schnitt, weil ich will hier die Zeit nicht vergeuden, fahrstuhltechnisch und zum Shop laufen. Bis gleich. Herzlichen Glückwunsch, wir sind wieder da. Wir können jetzt Anzug Level 3 kaufen. Werde ich das definitiv tun. A, mehr Def, B, mehr Platz. Sau wichtig. Achtet mal, wie geil der Anzug gleich aussieht. Krass, gell? Jetzt haben wir ein paar mehr Rippe. Und ein bisschen mehr Ablageplatz. Und hinten sehen wir jetzt krass aus. Gut, wir können die Energiekanone endlich kaufen. Wo ist sie? Da ist Chinese Booster, kurze Entfernung. Flammenwerfer, den Ripper können wir noch kaufen und die Laserkanone. Ja. Oder Millionen anderer Scheiß. Was haben wir hier noch zu verkaufen? Eigentlich nichts, ne? Nee. Safe irgendwas zu verkaufen? Oh ja, klar. Weg mit, jupp. Ja. Impulsprojektile. Boah, Ripperklingen brauchen wir auch nicht. So, ein paar Energieknoten gekauft und weiter geht's jetzt im Dings hier. Jetzt brauchen wir nur mal wieder eine Werkbank, dass hier die Party abgehen kann. Ah, komm, mach die rein. Bin ich jetzt auf. Ah, ne, hier. Wir müssen ja runter. Diese Dinger sind sowas wie Biorekombinatoren. Sie nehmen totes Gewebe, absorbieren es und formen es neu. Eine Iteration scheint den einzigen Zweck zu haben, Leichen zu infizieren. Die anderen, naja, bringen Leichen dazu, wieder andere zu infizieren. Und dieses Gewebe, das wir überall an den Wänden gesehen haben, scheint auch dazu zu gehören. Laut eines Berichts, den ich gefunden habe, ist das ein Habitatwandler. Gesundheit. Okay, wir machen hier definitiv einen Safe, weil das, was jetzt gleich kommt, ist assi uncool. Wenn es überhaupt aufs Video alles drauf passt. Ja. Way. Dass ihr mich jetzt nicht sehen konntet, wie ich erschrocken bin. Klar, mal checken, vielleicht gibt es hier wieder irgendwas abzugreifen. Nee. Das
So. Klammer. Was? Ja, weil ich an die Werkbank her muss. Gut. Wichtig erstmal die Rig. So, Dalle. Können wir da irgendwas aufchecken? Chinese, Stase. So, jetzt ist meine Chinese ein bisschen weiter. Weil waffentechnisch sind wir ziemlich gut eh dabei. Ah, lufttechnisch haben wir jetzt fast 2 Minuten vakuumsmäßig Zeit. Yo. So viel dazu. Boah, Alter. Computerraum sind wir hier. Also, das interessiert mich definitiv nicht. Ich gehe davon aus, ihr lest die Dinger ja eh nicht. Boah, geil. Von denen kriegen wir ja so wenig. Brenz. Das war's. Super. Ah, der lässt erstmal Medifots da. Die wurden aufgehängt, würde ich mal behaupten. Was ist los? Wo ist das Ding? Energiezufuhr zum AAS hergestellt. Kontrollsysteme über Verteilerkästen umgeleitet. Ich habe ein Signal. Also. Gut, dass ich ein bisschen was aufgerüstet habe. Way, Allah! Bastard! Auf alle Fälle mache ich, wenn ich hier rauskomme, erstmal einen Schnitt. Kaiser Katana, over and out.